So, willkommen zurück zu Madagaskar Operation Pinguin. Nachdem wir in der letzten Folge erlebt haben, wie Stealth auch mal Spaß machen kann, treffen wir jetzt Marty. Was zum hallo, netter Anzug. Ich mag die Farben. Hallo Marty, das Zebra. Die Pinguine haben eine dringende Bitte an dich. Was soll ich denn tun? Letzte Mal, als ich einen Gefallen getätigt habe, endete es mit einer Schneekugel auf meiner Nase. Ich brauche, dass du mich durch die Besucher-Area zu Ducky im Schild to the Ente im Kinderzoo bringst. Das klingt cracky. Jedenfalls bringt mich das weg von meiner täglich langweiligen Routine. Ich will ein bisschen pogen. Mission accomplished. Private, Status Report. Das Zebra hat zugestimmt, uns zu helfen. Gut. Nimm den neuen Tunnel zum Kinderzoo und reite auf Martin, um Ducky zu erreichen. Rede mit der Ente, welche am Eingang wartet, und er wird dir das neue Gadget geben. Okay. Viel Erfolg, Soldat. Und was machen eigentlich die anderen? Kinderzoo oder Streife so. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Bist du bereit, kleiner Freund? Ja, ich bin. Während du mich reitest, kannst du rennen, springen und andere Leute verprügeln. Ich kann aber nicht lächeln und winkeln. So, wir müssen uns in diesen großen Boxen verstecken. Okay, lächeln und winken kann er nicht. Ah ja, genau, die Box kennt man ja auch schon. Aber auslocken kann ich die trotzdem, ne? Ah, mit Martys Tritt. Genau, aber wir müssen das in die großen Boxen verstecken. Weil es hat keinen Platz. Genau, also wir gehen jetzt zum Streifeso. Ich vermute mal, dass das ein Streifeso sein soll. Aber wie gesagt, ich finde es super, dass man halt so treten kann. In dem Fall, oder bitten. Was soll ich sagen, genau, da wir halt treten kann oder mit einem Pinguin, mit einem Fisch schlagen kann. Das macht, ist gut, ist ein gutes Gameplay, macht das Stealthen angenehmer, weil man sich halt jetzt auch wehren kann. Das ist halt eine gute Sache. So, alles schön einsammeln. So, treten. So, weg mit dir bitte. Dankeschön. Hopp. 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 Hauptso, Kinderso. Ich glaube, das soll der Streife so sein. Ah, ein Küken, okay. Das ist ein Entenbaby. Wir sind hier. Hat doch lang genug gedauert. Ich bin hier auf Befehl der Pinguine. Ich weiß, für was du hier bist. You sorry? Schlechte Entschuldigung für einen Vogel. Ich bin nur hier, um dir dieses Gadget zu geben, weil Skipper versprochen hat, auf meine Kinder zu schauen, während ich in Las Vegas bin. Okay.
So, was ist das Gadget? Es ist ein Slingshot. Ich habe es von diesen Oogie Boogie Kinders genommen. Wenn sie versucht haben, mich mit Brot zu füttern. Übrigens, keine Enten mit Brot füttern, dankeschön. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich hasse Brot. Danke. Ich glaube, schon erwachsen ist hier. Slingshot acquired. Was ist ein Slingshot? Sag mal. Ich habe den Slingshot, Skipper. Gute Arbeit. Aber wir benötigen. Ja, ist das so eine Schleuder vielleicht? Zwille? Könnte sein. Finde das Hippopotamus Gloria und fragt sie, ob wir ihre Früchte benutzen können. Alles klar, Sir. Gehege. Das Hippo-Gehege hat einiges an Wasser und du musst weiter lange unter Wasser sein. Lass es von Kowalski einweisen, bevor du gehst. Ist es eine Stunde her, seit du das letzte Mal gegessen hast? Yes. Okay. Denn du wirst jetzt tauchen. Das klingt einfach. Erinnere dich daran, was wir immer sagen. Wir können nicht fliegen, aber wir können schwimmen. Okay, ich kann so. Okay. Okay, jetzt können wir auch tauchen, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir werden den Zoo nicht verlassen. Mal gucken, wir haben 30%. Oh, hier kommen wir auch wieder raus, denke ich mal an. Ja, okay. Die ganz eingängige Steuerung, man bewegt sich halt unter Wasser und entsprechend mit B machen halt den Turbo. Hippo-Gehege. Dann holen wir uns aber Munition von Gloria. Und man kann ja auch wegdrehen, das ist so schön Crash Bandicoot Gameplay hier. Tja, Vicarious Visions halt, die haben ja auch die Game Boy Advance Ableger entwickelt. Ich lasse es mal in Ruhe. Oh, eine Schlange. Das habe ich nicht so ganz wahrgenommen. Aber jetzt bist du weg. Egal, bleib da, Vogel. So, gehen wir mal runter. Dankeschön. Und weg. Fisch brauche ich gerade nicht. Ja, macht Spaß. Also ich finde das Spiel bisher auf jeden Fall besser. Ist auch jetzt weniger überladen als der Vorgänger mit seinen vier Charakteren. Das ist wie gesagt auch was ich positiv angesprochen habe in meinem Fazit. Allerdings ist es angenehmer, finde ich, so vom Gameplay-Entwicklung her halt nach und nach immer eine Fähigkeit zu bekommen und nicht so direkt verschiedene Charaktere zu haben, mit denen halt direkt alle Fähigkeiten, so halt ein Teil der Fähigkeiten zu haben. Das macht es ein bisschen angenehmer. Weil wir hier mit Private hier lernt halt nach und nach immer eine Fähigkeit dazu. Und so kann ich halt nach und nach immer die Fähigkeiten halt entsprechend lernen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Wo man dann halt auch, wie gesagt, besser die Fähigkeiten halt lernen kann. So, rüber mit dir. Denkt man, die kann sich wegdrehen. Aber hier den hier wieder. Und weg mit dir. Der Zoo wird sich nicht freuen darüber, aber gut. Hier muss ich wieder ballern. Weil ich halt da vorne nicht schlagen kann. Also man kann die Dinge entweder mit dem Fischschlag hinmachen, aber wenn man in der Luft halt nur so einen Kick machen kann, beziehungsweise hier halt auch nicht mal rüberspringen kann, muss man halt schießen können.
und das lernen wir jetzt und das hier sind auch nochmal so eine Fähigkeit, die wir halt auch nochmal irgendwann. Da sind wir rübergeflogen. Oh, da habe ich es alle bekommen, okay. So, hier den noch mitnehmen. Ich habe zwar schon einige jetzt nicht mitgenommen, aber ich kann trotzdem einige andere dafür mitnehmen. So, jetzt hier lang. Nein, man kann auch die Flotte mal nach und nach drehen, das ist ganz cool. Und Level geschafft. Ah, jetzt haben wir ein neues, weiteres Gesundheits-Upgrade, sehr schön. Okay. Hallo Gloria, was soll das? Ah! Was ist los, Gloria? Die Vögel haben alle meine Früchte genommen. Ich kann nicht leben ohne meine Früchte. Kann ich dir helfen? Kletter hoch und kill sie alle und hol meine Früchte. Kannst du aufhören, herumzuspringen? Das verletzt mich. I'm too angry. Poor Gloria. Was? Gloria! Was ist denn los mit dir? Ja. Ich wäre auch nicht so gut drauf, wenn man mir mein Essen wegnimmt. Komm, jetzt nehme ich mir nochmal die Gesundheit hier oben mit. Gloria, ich hab dein Obst. Aber jetzt möchte ich dir gleich wieder wegnehmen. Das waren alle. Danke dir so sehr. Ich hoffe, ich hab dich nicht verletzt. Doch hast du. Ich lebe noch. Warum bist du hier? Kann ich deine Fruit Baskets oder so, sind das Baskets? Sind das so Hüllen? So Schalen, die ich nicht mehr brauche? Du wirst zu den Vogelkäfigen gehen müssen und zurück. Du musst alle Früchte zurückholen, die Vögel haben. Alles klar, verstanden, Ma'am. Danke, Süßer. Ach, Gloria. Gloria gefunden. Report. Gloria sagt, wir können ihre Food Baskets nur benutzen, wenn wir zu den Vogelkäfigen zurückgehen und ihre Früchte holen. Ah, diese Vögel machen uns noch die Hölle heiß. Die denken wohl nur, weil sie fliegen können, sind sie höher als wir. Wenn sie fliegen, sind sie höher als wir. Private! Das ist keine Zeit für deine Weisheiten. Du musst zu den Vogelkäfigen gehen und Glorias Früchte zurückholen. Kowalski hat etwas, was dir helfen wird. Skipper! Skipper macht mich dazu, dir irgendwie einen Brench zu geben, aber ich bin ein Jetpack-Spezialist. Ich muss die Bäume hochkommen. I'm not giving it up for nothing. Komm erstmal zum Toboggan-Kurs first. Ein neues Tutorial? Okay. Alles klar, weißer Typ. Wenn du den blauen Quadratkurs meisterst, gebe ich dir Wrench. Ist das so ein Schraubenschlüssel?
Gib dir den Schraubenschlüssel und erkläre dir, wie du die Jetpacks benutzen kannst. Die grünen haben wir schon. Blue Square, okay. Okay, das ist wieder ein cooler Geschwindigkeitskurs. Ein bisschen zu schnell für meine Augen, muss ich sagen. Oh ja, das ist echt schnell. Ich sehe kaum was. Das ist mir zu schnell. Also ganz ehrlich, das ist mir zu schnell. Hallo. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Komm zurück zum Hauptquartier. Und du kriegst das Gadget. Sind du und Kowalski fertig, Winterolympiade zu spielen? Ja, Sir. Er hat zugestimmt, mir den Schraubenschlüssel zu geben und mich im Jetpack zu trainieren. Gut. Jetzt hol die verdammten Früchte zurück. Okay, hör auf mich zu nerven und nimm den Schraubenschlüssel. Weißt du überhaupt, wie man den benutzt? Nö. Leute trinken das. Was? Leute trinken aus den Jetpacks und lassen sie im Zoo herumliegen. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich guck mal. Ah, das hier. Ah, okay. Okay. Okay, cool. Vogelkäfige. Da gehen wir zu den Vogelkäfigen. Ich muss die Bäume hochklettern, alle Vögel töten und ihren Früchte nehmen. Okay, 25 Früchte. Den lass ich mal. Okay, dann müssen wir hier. Ah, genau, den Schraubenschlüssel hau ich dir, dann kann ich halt hier hochfliegen oder so. Weiter hochgehen, 25 Fuß. Mann, nein, oh oh. Ja, das ist interessant. Ist wieder so ein Suchlevel, also beziehungsweise werden ja wohl wahrscheinlich zwei Suchlevel sein. So, wieder hoch mit dir, Kumpel. Ja. Jetzt finden wir wieder alle Medaillen, mal gucken. Mhm. Okay, 11 von 25 Vögeln, da ist noch einer. Oh, Riesenvogel. Okay.
Hier sehe ich jetzt gerade keinen Ranger. Wir haben 13 Medaillen und 13 Vögel. Gut, so Vögel bin ich auf jeden Fall. Da ist noch ein Vogel. Hopp. Hopp. Und hopp. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Oh, hopp, weg mit dir. Okay, der gibt mir ja volle Heilung, aber die brauche ich irgendwie jetzt nicht. Ich hoffe halt, ich habe keinen übersehen, weil es könnte halt sehr leicht passieren. Aber halt der Paragleiter, der hilft mir tatsächlich gut, dann nochmal ein bisschen auszugleichen. Also ich muss jetzt auch rübergleiten. Gleiten. Ah, nein, nein, nein! Oh Gott. So, jetzt hier hoch. Na hier, dann rübergleiten. Okay, da hat man mir auch nochmal die Physik beigebracht. So, hier. Hopp. Hier kann ich sowieso auch einfach rüber gleiten. Okay, perfekt. Ups. Okay, noch drei Vögel. Zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, das war der letzte und dann unten, genau, dann hier noch einer. Perfekt. Komm nochmal her. Mir fehlt zwar jetzt ein. Eine Medaille, aber das ist okay. Ich glaube, ich kann jetzt einfach hier zum Ausgang fliegen. Hier ist hoffentlich der Ausgang. Gut, sehr gut. Und nochmal das Gleiche, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und gleich sind wir noch weiter nett zu vögeln. Bis dann und ciao.